Diese meine Bibel ist das Wort Gottes. Alle Verheißungen Gottes werden sich erfüllen. Ich bin, wer ich bin. Ich kann, was die Bibel sagt, dass ich kann. Und ich habe all das, was die Bibel sagt, dass ich habe. Und bin im Namen Jesu gesegnet. Amen. Kannst du dem Herrn einen Applaus geben? Halleluja. 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 Darfst dich gerne setzen. Wisst ihr, Geschwister, oft merken wir gar nicht in Bezug auf das, was Gott in unserem Leben tun möchte, wie eigentlich wir distant sind, obwohl wir gute Absichten haben. Wir hatten schon den Einladebibelvers in Matthäus 26, Vers 50. Ich finde ihn als, ich sagte immer, in der deutschen Sprache kannst du nicht sagen, etwas schrecklich Schönes. Aber diesen Vers kannst du sagen, er ist schrecklich schön. Er ist schrecklich und ist schön. In Matthäus 26, Vers 50. Matthäus 26, Vers 50. Jesus aber sprach zu ihm, sprach zu Judas, mein Freund, wozu bist du hier? Was bringt dich her? Wenn wir das Leben von Jesu betrachten, Jesus, er handelte nicht nur in Liebe, er wirkte nicht nur in Liebe, er ist die Liebe. Gestern, heute und morgen und in Ewigkeit. Und die Bibel sagt, und er lebt bis zum Ende. Und hier war ein Mann, er war ein Jünger Jesu, Judas Iskariot. Die Bibel sagt, er war Iskariot, er kam aus Kiriat, 20 Kilometer im Süden von Hebron. Er war der einzige Jünger, der nicht Galiläer war. Und sein Name, seine Eltern gaben ihm den Namen Judas. Ich stelle mir vor, sie haben viel geträumt, viel erwartet. Namen Lobpreis. Wahrscheinlich haben sie viel erwartet, all das, was Gott schon in ihrem Leben getan hat, vielleicht als Familie, so gaben sie ihm so einen gesegneten Namen. Und ich stelle mir vor, wo er wuchs und dann auf einmal haben sie gehört, der Rabbi Jesus hat Judas als einen von den 12 Aposteln. Wow, unser Sohn, ein Jünger Jesu. Unser Sohn ist nicht abgedriftet, er ist in der Gemeinschaft Jesu Christi. Und ich stelle mir vor, dass diese Geschichte sich herumgesprochen hat und scheinbar war Jesus jemand, der nicht unbesonders als Rabbi eine Verehrung verlangte wie alle anderen Rabbis, wo man nicht in der Nähe kommen konnte, die speziellen Gewänder hatten, die ihre Goldringe hatten und wo der Jünger sich auch gar nicht nähern könnte. Bei Jesus war es scheinbar anders. Er hatte auch nicht eine ganz besondere Erscheinung. Höchstwahrscheinlich hat er nicht blaue Augen, war nicht blond und kam nicht aus Hollywood. Er war jemand, der so aussah wie die anderen, sonst hätten sie nicht jemand gebraucht, der zeigt, wer ist Jesus. Er sah so aus wie alle. Er sah so aus wie die Jünger. Nach dem Erscheinungsbild konnten sie ihn nicht identifizieren. In Jesaja 53 sagt er, er hat ein Erscheinungsbild, das uns nicht gefiel. Er hatte keine Schönheit in sich. Die Bibel spricht von der Stiftshütte, die äußerlich etliche Häute hatten von Tieren, was eigentlich gar nicht schön sah. Hatte vier Abdeckungen. Aber wenn du im Innen hineinkommst, oh Halleluja, wie herrlich war das. Der Name, seine Eltern, seine Berufung, Jünger Jesu Christi. Wer hat noch diese Berufung? Halleluja. Es gibt keine größere Berufung, als eine Berufung Jesu Christi, Jünger zu sein. Oh, Glorias. Und mit dieser Berufung ging er hinein in der Erwartung. Die Bibel sagt uns von den Emmaus-Jüngern, sie sagen, wir erwarteten, dass er kommen würde und das Haus Israel erretten würde von den Römern angeblich. Das war bestimmt seine Erwartung. Und er kam mit einer selbst egoistischen Erwartung. Und irgendwie, wenn eine Erwartung nicht erfüllt wird, verwandelt sich Liebe in Hass. Verwandelt sich, wenn du ein Fan bist von jemandem, auch einmal ihn kennenlernen. Ich habe sehr viele Geschichten erlebt, wo wunderschöne Frauen mit Fußballspielern geheiratet haben. Vor der Hochzeit waren sie ein Fan. Oh boy. Wenn die Erwartung nicht erfüllt wird, dann verwandelt sich Hui in Pfui. Dann auf einmal fühlst du dich unfrei,
dann auf einmal ist nicht das, was ich erwartete. Ich erinnere mich, ich hatte einen Job und ich kam einmal zu Hause, ich sagte zu meinem Vater, es beengt mich so in der Arbeitsstelle, ich fühle mich nicht mehr frei, es gefällt mir nicht, ich werde abhauen. Mein Vater sagt, liegt es vielleicht nicht an deinem Vorgesetzten, liegt es vielleicht an dich? Hat er irgendwas die Aufgabe gegeben, die du nicht tun möchtest? Ich sage, Papa, hast du prophetische Gaben? Nein, sagt er, ich kenne dich. Sag ich, ja, ich habe studiert. Und jetzt kommt er, ich soll Teile waschen. Wo hat man schon sowas gesehen? Oh boy, Geschwister, wir merken gar nicht, wie ähnlich wir sind mit dem Wesen, das den Himmel verlassen hat, weil Stolz da war. Und die Bibel berichtet von diesem Mann, erstens seine Herkunft, wunderbar, sein Namen, grandios, seine Berufung, himmlisch, seine Gaben. Der Mann hatte Gaben, der verstand, mit Geld umzugehen. Das fehlt unserer Generation. Ich erinnere mich, unsere Eltern, die haben immer so gelebt, dass sie eigentlich immer so unter ihren Einkommen ausgaben. Also sie hatten immer mehr bekommen, als sie ausgegeben hat. Unsere Generation hat genauso viel ausgegeben, wie sie bekommen hat. Und die nächste Generation, ich verweigere eine Aussage, es könnte Konsequenzen für mich hier geben, aber wir merken oft gar nicht, wie sehr wir daran interessiert sind, dass unsere Wünsche, dass unsere Visionen erfüllt werden. Er hatte wunderbare Gaben. Er hatte wunderbare Gaben. Ich wundere mich, wenn ich sehe, was für Gaben dieser Mann hatte. Seine Schwäche. Der Evangelist sagt, er war ein Dieb. Er war ein Dieb. Ein paar Verse vorher ist da eine Frau. Sie kommt und sie hat dieses Bedürfnis, Jesus zu anbeten. Und die Bibel sagt, in dieser Begegnung, er kommt zu Jesus und er küsst Jesus. Und Jesus sagt, mein Freund, was bringt dich her? Er hatte diese Intimität, dass er Jesus küssen konnte. Diese Sünderin, sie hätte nie Jesus küssen dürfen. Sie hätte nicht mal das Recht, zu ihm zu kommen. Sie konnte nicht mal im selben Raum sein. Sie könnte nicht öffentlich in der Stadt gehen. Die Bibel sagt, sie kommt von hinten. Und sie schleicht sich heran und sie wäscht den Haaren und mit ihr die Füße küsst sie die Füße. Und Jesus sagt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird von dieser Frau gepredigt, die ihre Liebe zum Ausdruck brachte, ein paar Verse vor dem dieser Jünger so etwas tat. Seine Schwäche, er war ein Dieb, er war der Kassierer, er war ein Jünger Jesu und obwohl als Jünger Jesu Leitungsposition in der Gemeinde, war er ein Dieb. Bestimmt gibt es sowas heutzutage nicht mehr. Der Apostel Paulus sagt, wir werden alle eines Tages vor dem Gericht Jesu erscheinen. Und jeder einziges Geld, wenn du Verantwortung hast, dass du falsch oder dass du gestohlen hast, du wirst Rechenschaft geben. Jeder Diener, jeder Pastor, jeder Priester, jeder Verantwortliche, jeder Leiter, jeder Vorstand. Er war ein Mann, eine Beziehung zu Jesus hat. Jesus liebte ihn, aber er hat das Geld Jesu weggeschaffen. Es erschüttert mich oft, wie wir nicht merken, ich möchte es jetzt vorsichtig formulieren, dass jemand nicht meint, ich bringe hier eine theologische Häresie, wie viel Judas wir in uns haben. Die Bibel sagt, dass der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Die Bibel sagt, dass kein einziger, der nicht gesündigt hat. Wir haben dieses Jahr das Thema Liebe. Und ich finde, dies ist der Höhepunkt von Liebe. Weil Jesus in seine dunkelsten Stunde, in seine herausforderndste Stunde, kommt er und er bekommt einen Kuss. Was für ein Trost. Und der Kuss, er ist etwas Verheimlichtes, weil Kuss symbolisiert etwas Schönes, symbolisiert Intimität, symbolisiert Treue. Und Judas kommt zu Jesus und sagt, Heil Jesus, grüß dich. Er kommt mit demselben Gruß wie der Vater vom verlorenen Sohn, den verlorenen Sohn begrüßt, wenn er zurückkommt. Es war ein Wunsch von Segen, ein Wunsch langes Leben, ein Wunsch, dass du möchtest erhalten bleiben. Aber schon im Hinterkopf der Gedanke des Verrats.
Die Bibel sagt uns in den nächsten Versen, und er ging zu dem hohen Priester. Der Mann war enttäuscht. Er war enttäuscht von Jesus. Es gibt etliche Wesen, die du schaust, und eigentlich haben sie keinen Grund, enttäuscht zu sein. Die Bibel spricht von einem Wesen im Himmel, das ist Lucifer. Hatte die beste Gemeinde, umzingelt von Engeln, den besten Pastor, es war Gott persönlich. Er hatte die Macht, er war im Himmel, besser geht's nicht. Aber irgendwas hat ihm dazu gebracht, dass er die Ehre Gottes stehlen wollte. Ich denke hauptsächlich, wir Männer und Frauen Gottes, die wir Verantwortung tragen, wir merken oft gar nicht, wie sehr der Feind versucht, mit den kleinen Dingen uns wegzubringen von dem, was Gott uns berufen hat. Und der Apostel Paulus, ich finde super, er zeigt eigentlich, wie ein Diener Gottes zu sein hat, und oft merken wir gar nicht, was eigentlich wir erfahren und wie Gott in unserem Leben ist. Er möchte uns führen, er möchte uns leiten, er möchte, dass wir in seiner Gnade gehen. Aber nicht nur Leiter haben diese Herausforderung, oft auch wir. Der Prophet Haggai, er sagt in Kapitel 1, Vers 4, aber eure Zeit ist da, spricht er zu den Leitern, dass ihr in getiefelten Häusern wohnt, und mein Haus muss wüst stehen, muss in Wrack liegen. Und in Malachi sagt er, und ihr fragt mich, worin bestehlen wir dir? Angeblich, scheinbar ist es auch so, dass Menschen bestehlen. Vers 8, soll ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, wessen haben wir dich beraubt? Den Zehnten und die Abgaben. Wenn wir anfangen, mit Gott zu gehen, haben wir einen Gott. Ihm ist alle Ehre und Macht. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, alles, was wir bekommen, gehört ihm. Und wenn wir ihm nicht die Ehre geben, so stehlen wir seine Ehre. Ich finde das interessant. In Mose, er kommt mit dieser Aussage in Bezug auf das, was wir im Haus des Herrn tun sollen. Und er kommt und er sagt, wenn du zu meinem Haus kommst, sehe, dass du nicht mit leeren Händen kommst. Und Paulus sagt, am ersten Tag der Woche sammelt. Ich war mal unterwegs und wie immer, ich liebe es, im Gottesdienst zu sein. Und ich kam in einem Gottesdienst hinein und war eigentlich so eine Gemeinde so groß wie dies. Und ich merkte, es war anders. Alle Bänke hinten waren leer und die Bänke vorne waren voll. Ja, und ich hatte eine Eigenschaft, man will ja nicht stören. Ich habe mich ganz hinten hingesetzt und das war ein sehr unglücklicher Tag für mich. Er predigte über die Stühle der Gemeinde zeigen, wer du bist. Oh boy. Wo er das sagte, wollte ich schon aufstehen, aber es war zu spät. Die hatten sich alle umgedreht, die haben gesehen, wo ich gesessen habe. Er sagt, wenn du im Haus des Herrn kommst, zu bekommen, desto mehr Liebe du zu Jesus hast, desto näher kommst du zu dem Herrn. Aber oft möchtest du nicht erkannt werden und du bleibst hinten, so wie ein Notausgang bei einem Flugzeug. Das Erste, was passiert, ist, dass du dich entfernst. Das Zweite, du willst nicht nur das mitbekommen, was im Gottesdienst gesagt wird. Du möchtest das Movie mitbekommen, was die Menschen denken, wie sie sich verhalten, wie sie angezogen sind. Du merkst oft gar nicht, wie viel die Stühle über dich sagen. Desto mehr du Jesus liebst, sagt er, desto mehr wirst du Sehnsucht haben, nahe bei seinem Wort, nahe am Geschehen, nahe an der Predigt zu sein. Es war für mich damals ein sehr unglücklicher Tag. Aber ich habe damals drüber nachgedacht. Wir merken oft gar nicht, wie sehr wir Jesus berauben. Ich erinnere mich, wo ich meine Abschlussfeier hatte, ein Diplom bekam und wie ich gratuliert wurde und wie ich dachte, Gott, du hast echt gut gemacht mit diesem Kerl, der ist echt clever. Der hat es echt verdient, diesen Abschluss zu bekommen. Und ich war zuständig, um von der Abschlussklasse hatten wir so ein Referat und ich wurde ausgewählt, um den Referat zu halten. Nach meinem Diplom gehe ich und ich steige auf der Bühne und ich hatte so ein Papier in der Hand und das war, damals hatten wir, das war so Butterpapier und ich konnte das nicht richtig halten und es fiel runter.
Naja, ich brauchte das Papier. Ich sprang runter. Wo ich raufsprang, hier war das Mikrofon. Ich habe mit dem Kopf hier herangeschlagen. Das Ding ist alles umgestürzt. Die Musikständer, die sind alle umgestürzt. Ich bin nach hinten gefallen. Die Leute, die in meiner Nähe waren, es war so voll, die Stühle sind umgestürzt. Und da war dieser stolze Absolvent. Ich schaute nach oben. Ich hörte nach dem Motto, Gott sagt, hast du es jetzt begriffen? Oh, Glorias, gleich geht's weiter mit der Predigt. Ich möchte dich nur ganz herzlich einladen zu unserem Frühgebet. Wir sind im 20. Jahr, wo wir ununterbrochen 6 Uhr morgens uns versammeln im Haus des Herrn, um gemeinsam zu beten. Und Gott hat uns wunderbar geführt, hat uns viel Segnungen, vieles haben wir mit Gott erlebt und danken Gott dafür und laden dich ganz herzlich ein. Sei ganz herzlich willkommen jeden Morgen 6 Uhr hier in der CBG. Der Herr segne dich und weiter mit der Predigt. Wisst ihr, Geschwister, ich habe eins gelernt. Wenn Gott uns in einer Schule schickt, ist nicht, um uns zu demütigen, sondern er liebt uns so sehr. Er schaut Judas an und sagt, Judas, mein Freund. Und er hat es ernst gemeint. Es war nicht eine Aussage aus Spott. Er hat es ernst gemeint. Er sagt, mein Freund, was bringt dich her? Was ist geschehen? Wir waren doch so viel zusammen. Ich habe doch nie verlangt. Und Johannes sagt, ich habe euch nicht Sklaven, nicht Diener genannt. Ich habe auch Freunde genannt. Ihr habt an meinem Tisch gesessen. Wir haben genauso unter einem, ich habe am Freien geschlafen, so wie ihr. Ich hatte nirgendwo, wo ich mich hinlegte. Wir waren doch überall zusammen. Aber Judas war nicht im Gebetstreffen dabei. Er war nicht dabei. Die Bibel sagt, von seiner Herkunft, von seinem Namen, von seiner Berufung, von seiner Gabe, von seiner Schwäche. Und da sagt es, er ging zu den höheren Priestern. Was für ein schreckliches Ergebnis, das er hier hat. Jesus, er wusste, wem er erwählt hat. Jesus kannte Judas. Jesus wusste von all den Fehltritten, die Judas während seinem Dienst getan hat. Und trotzdem liebte er ihn bis zum Ende. Sein letztes Gespräch hat ihn angesprochen als mein Freund. Seine letzte Handlung ihm gegenüber war Liebe. Und er liebte ihn bis zu dem Ende. Ich denke oft, wir, die wir Jesus dienen, wir können nicht nachvollziehen die Intensität von der Liebe, die Gott zu uns hat. Die Erwartung, die wir haben oft, ist, dass Gott unsere Wünsche erfüllt, dass Gott das macht, was ich tun will. In Johannes 15 sagt er, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Das deutsche Wort, es ist sehr glücklich. Hat es nicht nur ihnen beigebracht, sondern hat es kund und hat es getan. Er hat nicht nur mit Worten, sondern er hat all das, was der Herr ihm gegeben hat. Überall da, wo Gott ihn berufen hat, hat er es erfüllt. In Markus 14, da haben wir die Geschichte und die Verse vorher, steht in Vers 8, wo diese Sünderin ist, sagt der Herr Jesus, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat voraus mein Leib zum Begräbnis gesagt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen, was diese getan hat zu ihrem Gedächtnis. Da ging Judas Ichariot, einer von den 12, hin zu den hohen Priestern, um ihn an sie auszuliefern. Ist das nicht schrecklich? Da ist diese Frau und sie salbt den Herrn Jesus und sie küsst seine Füße. Dem nächsten Vers. Da ging Judas raus. Da ging er heraus. Er hat das nicht gecheckt. Er hat diesen Liebesdienst und er hat noch getadelt. Man könnte dieses Geld für die Armen verbrauchen. Judas, irgendwo hat er sich verloren. Die Bibel sagt, und da ging er zu den hohen Priestern. Angeblich hatte er bei den hohen Priestern Zugang. Das konnte nicht jeder haben. Angeblich hatte er Freundschaft gemacht mit dem Feinden Jesus. Angeblich verbrachte er Zeit mit den Männern, die Jesus umbringen wollte. Angeblich ist in seinem Gedanken etwas angezündet, etwas infiziert,
etwas geschehen, wo der Feind es geschaffen hat, an seinem Hacken ihn zu fischen. Er sagte, ich liebe Jesus. Ich habe gestern erzählt die Geschichte von einem Rabbi. Ein Rabbi, er geht am See Genezareth entlang und er sieht einen jungen Mann, die Angel liegt beiseite, er hat angeblich einen schönen Fisch gefischt, hat ihn gegrillt und er isst ihn mit so viel Genuss. Mit so viel Genuss. Und er kommt und er sagt, du isst mit so viel Genuss, das schmeckt dir. Sagt er, ich gebe mein Leben für einen Fisch. Ich könnte sterben für einen Fisch. Ich liebe Fische über alles. Sagt er, du liebst Fische über alles. Du könntest dein Leben geben. Du hast einen grausamen Hacken in seinen Mund gedonnert. Du hast ihn rausgezogen, hast ihn getötet, hast ihn aufgeschnitten, hast ihn gegrillt, hast ihn aufgegessen. Und du sagst, du liebst Fische über alles? Wisst ihr, oft sagen wir, wir lieben Jesus über alles. Ich würde mein Leben geben für Jesus. Und er liegt da gegrillt bei uns zu Hause. Wir merken oft gar nicht, was für eine spötterische Generation wir geworden sind. Wo wir Jesus gebrauchen für unseren Genuss und wo wir nicht merken, das, was Gott in unserem Leben tut. Die Bibel sagt uns im nächsten Versen, da ging Judas hin zum hohen Priester. Als sie das hörten, wurden sie froh. Er suchte eine passende Gelegenheit, um ihn zu verraten. Vers 11 von Markus 14. Er suchte eine passende Gelegenheit. Er suchte eine passende Gelegenheit. Was für schreckliche Worte. Er suchte nicht eine passende Gelegenheit, Jesu Freude zu machen. Er suchte nicht eine passende Gelegenheit, seinen Dienst zu tun. Er suchte nicht eine passende Gelegenheit, Jesus zu schützen. Er suchte eine passende Gelegenheit, um Jesus zu verraten. Wir merken oft gar nicht, wie sehr wir uns distanziert haben von das, was Gott in unserem Leben tun möchte. Er kommt zu Jesus und die Bibel sagt, er grüßt Jesus. Grüß dich, Jesus. Heil, Jesus. Er kommt mit einem Gruß, einen unauffälligen Gruß, einen täuschenden Gruß, einen Gruß wie von einem Freund. Jesus hat sie nicht als Diener behandelt. Ich bin schon länger im Dienst und ich finde immer wiederum Männer Gottes, die ein Unternehmen starten. Und gewöhnlich das Erste, was sie sagen, meine Mitarbeiter werden alle Christen sein und wir werden Freunde sein. Nicht Chef und Mitarbeiter, sie werden meine Freunde, so wie Jesus es gemacht hat. Es vergehen 3 Tage und sie bereuen es jämmerlich. Weil wenn du einen Freund hast, dann brauchst du dich nicht unterstellen. Und wenn der Chef sagt, du sollst dieses dahin tragen, dann sagst du, aber ich will das dahin tragen. Und du bist doch mein Freund. Ich erinnere mich, ich war bei einem lieben Freund, er war in der Gemeinde in Brasilien mit uns, er hat ein Unternehmen aufgebaut und er hat damals gesagt, nur Freunde, nur Christen. Und wo ich ihn besuchte in Brasilien, ich sah einen Feldwebel mit Kommandos. Ich sage, mein Lieber, hattest du nicht eine andere Idee von Arbeit? Er sagt, Pastor, du kannst dir nicht vorstellen, was passiert war. Am Ende saßen sie alle auf den Stuhl und sagten, was ich tun sollte. Wisst ihr, Geschwister, wir merken oft gar nicht, wie wir sagen wollen, was Jesus tun soll. Weil Demütigung, diesen Teil haben wir nicht als voll inklusive mitbekommen. Diesen Teil kriegst du nur von Jesus. In uns, wir kriegen mit in den adamischen Natur Stolz. Wir sind berufen, Chefs zu sein. Mein jüngster Sohn, seine erste Arbeitsstelle, Ausbildung, fragt der Chef, welches ist deine Berufung? Was würdest du gerne sein? Er sagt, Präsident von den Vereinigten Staaten. Der Mann sagt, aber du lebst in Deutschland. Wenigstens Kanzler, okay, aber Präsident von den... Irgendwie haben wir es in uns, nicht den Schuhputzer von sollen zu werden, sondern wir möchten angesehen werden. Wir möchten ein Vermächtnis hinterlassen. Was für ein Vermächtnis hat die Sünderin hinterlassen? Was für ein Vermächtnis hat Judas hinterlassen? Er gab Jesus einen Kuss. Der Kuss, das war damals ein Gruß, was nur gewöhnlich von Hohenpriester zu Hohenpriester. Es war gewöhnlich nicht
dass die Schüler ihre Lehrer küssen dürfen. Paulus führt es ein, man sieht es in etlichen Gemeinden, wo er mit dem heiligen Kuss grüßt. Ich weiß nicht, wer schon mal so eine Gemeinde gewesen ist, wo es der heilige Kuss gibt. Ich war im Ausland in einer Gemeinde, ich werde euch nicht sagen, welche Gemeinde, und da gab es den heiligen Kuss von Mann zu Mann auf den Mund. Und ich kam und der Älteste, der hatte so einen langen Bart, man sah an seinem Bart alles, was er gegessen hatte. Und er kam so auf mich auf zu, mit dem Mund offen, um einen heiligen Kuss zu geben. Und er kam auf mich auf zu, ich ging zur Seite, ich sah in Brasilien, umarmen wir uns, Halleluja. Wir merken oft gar nicht, die Bibel sagt, er kommt und gibt Jesus einen Kuss. Nicht mal dann hat er es gemerkt. Er hat nicht gemerkt, wie sehr er sich distanziert hat von den Prinzipien der Jüngerschaft. Er hat nicht gemerkt, wie sehr er sich distanziert hat von dem, was Gott in seinem Leben getan hat. Jesus nennt ihn Freund. Er gibt ihm einen Kuss. Und die Bibel sagt uns, und wo er sieht das Ergebnis, bereut er es. Er bereut es. Judas ist zuständig für den Verrat Jesus, den ihn zum Tode bringt. Aber Judas stirbt noch vor Jesus. Wenn du dem Feind dich auslieferst, er macht erst, dass du etwas tust und er sagt, das ist nicht schlimm. Und wenn du es getan hast, tut er dich anklagen, tut er dich verurteilen und tut er die Verurteilung vollstrecken. Und ganz schnell. Die Bibel sagt, er kommt zu den hohen Priestern und wirft ihnen das Geld hin. Und sie sagen, was haben wir damit zu tun? Und sie sagen, dieses Geld können wir nicht gebrauchen. Und sie nennen dieses als Ackerfeld, dieses Blutgeld, machen sie für einen Friedhof für Ausländer. So ein Vermächtnis, ein Friedhof. Ein Friedhof. Das Vermächtnis von Judas ist ein schreckliches Vermächtnis. Denn in jeglichen Abendländern, Liturgien und Rituale hat man ein Ritual, was man mit einer Puppe tut, was Judas heißt. Und das ist schrecklich. Es ist schrecklich, wie die Menschen anklägerisch sind, wie selbst Reformatoren das gebraucht haben, dass der Verrat und der Tod vom Volk Israel kommt. Und die Bibel sagt, Jesus kommt, er nimmt den Kuss von Judas an. Er nimmt den Kuss an. Er hat keine Rhetorik gepredigt. Er hat keine Rhetorik geschimpft. Er ermahnt ihn nicht zurück. An dem Evangelium kommt noch das Wort mit einem Kuss. Verrätst du mich? Er sagt, mein Freund, was hat dich hergebracht? Ich erinnere mich eine Geschichte mal von einem Jungen hier in der Gemeinde und da war jemand in der Gemeinde. Er sagt, der Pastor, der ist nicht wegen Jesus gekommen. Ich sagte ihm, wer kommt wegen Jesus? Ich wusste, er war verknallt in eine von unseren Jugendlichen. Ich sage, wer kommt wegen Jesus? Geschwister, wenn wir wirklich ehrlich sind, welches Ziel haben wir, wenn wir im Haus des Herrn kommen? Ist es, weil es ist der Tag des Herrn? Der Tag des Herrn und wir möchten ihn heiligen. Den Tag des Herrn, es gehört dem Herrn. Der Tag des Herrn, wir machen ihm Freude. Kommen wir wirklich im Gottesdienst, bereiten wir uns vor. Das war etwas, was meine Mutter mich immer so genervt hat. Meine Mutter, die bereitete sich so vor und sie erwartete, dass wir uns freuten, im Haus des Herrn zu gehen. Und wenn wir nicht lächelten, wenn wir im Haus des Herrn gingen, gab es Konsequenzen. Am nächsten Morgen konnte ich eine Kuh mehr melken. Halleluja. Meine Mutter sagt, im Haus des Herrn haben wir die Freude am Herrn. Wir haben Freude, wir haben eine Erwartung, was Gott tun wird. Und wir bereiten uns geistlich, wir bereiten uns logistisch, wir bereiten uns harmonisch, wir bereiten uns launisch, für, wenn wir im Haus des Herrn kommen. Es ist sein Haus. Und wir möchten ihm Freude machen. Und wir versammeln uns in seinem Namen. Und er ist mitten unter uns. Und die Bibel sagt, Jesus geht dort vor den Jüngern zu dem Opferkasten und er beobachtet. In Offenbarung sagt er, er geht mitten in den Leuchtern und er beobachtet die Gemeinde. Er beobachtet unser Herz, er beobachtet unsere Absichten, er beobachtet, was wir machen mit seinem Haus, mit seiner Berufung, mit seiner Gesundheit, die er uns gegeben hat, mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Er schaut, wie wir in seiner Gnade, wie wir in seiner Liebe gehen. Die Sünderin hatte keine theologische Kenntnisse, aber sie hatte Demut. Sie kam von hinten, sie wagte es nicht aufzuschauen, sie wusste nur eins, es gibt nur einen.
der mich reinwaschen kann. Es gibt nur einer, der mir helfen kann. Es gibt nur einer, der mein Leben einen Sinn geben wird. Es gibt nur einer, der mein Leben verändert hat. Und ich möchte einfach sagen, danke, Jesus. Und sie wusste von der Kritik. Sie kannte die Arroganz der Leiter. Sie kannte die Liturgie von den Dienern. Sie kannte den Ritual von den hohen Priestern. Sie wusste, dass wahrscheinlich es könnte ihre letzte Handlung sein. Aber sie hat vielleicht gehört von dieser Frau, die... Oh, danke schön. Halleluja. So ein Liebesdienst, danke. Ein Applaus für den Herrn, für dein Leben. Danke, Jesus. Und die Bibel sagt uns, da geschieht diese Handlung. Die Jünger kriegen nichts mit. Die Jünger Jesu haben keine Ahnung. Die Jünger Jesu, beim Abendmahl schaut Jesus Judas an und sagt, was du tun willst, das tu gleich, und er geht raus. Kein einziger hat es gecheckt. Nicht Petrus, nicht Johannes, nicht Jakobus, keiner. Sie dachten, ach, er ist mit den Finanzen und er geht einkaufen. Sie haben es nicht gecheckt. Geschwister, obwohl wir Jünger Jesu sind, obwohl wir lang mit Jesu gehen, obwohl wir den Heiligen Geist haben, wir checken es nicht. Wir denken echt, du hast Freunde, sie sind Personen Gottes, sie gehen auch mit Jesus. Sie küssen, oh Gloria, das sind liebe Menschen. Petrus war nicht ein lieber Mensch, er hat nicht geküsst. Petrus hat Schwert gezogen, Petrus hat geschlagen. Petrus war sehr euphorisch. Judas nicht, Judas war diskret, Judas war liebevoll. Judas, er küsste, Judas, er grüßte, Judas war polite. Er war gut angesehen bei den hohen Priestern, er war gut angesehen bei der Leitung. Er hatte immer die richtigen Worte. Ich finde das immer so wunderbar, wenn du mit Menschen gehst, die richtigen Worte haben. Ich war einmal in den Bundestag und da bin ich da ganz nach oben, da hatte ich eine Person und die war berühmt und die ist überall, hatte sie die richtigen Worte und überall kam sie durch bis zu, ich sagte, wow, diese Person, die hat die Gabe, die kann reden und wenn sie redet, dann schmilzt das Herz von den anderen. Judas hatte diese Gabe, aber er hat sie nicht bewacht. Er hat sein Herz nicht geschützt. Er hat nicht gesehen, wie stark der Feind attackiert. Er bereut es. Und seine letzte Handlung, er vollstreckt das Todesurteil, das jedem geschieht, der ein Sünder ist, der nicht Vergebung in den Sünden bekommt. Der Feind, er sorgt für die Vollstreckung von dem Urteil Gottes. Und die Bibel sagt, dass Gott will, dass kein einziger verloren geht, sondern das, was er geschaffen hat, ist es für den Feind und für seine Engel. Für uns hat er den Himmel geschaffen. Und er sagt, siehe, ich mache alles neu. Siehe, er sagt, siehe, sagt die Engel, ich verkündige euch große Freude. Er hat Jesus Christus gesandt. Und Jesus wusste, dass er sterben würde. Er wusste auch, wem er erwählt hat. Trotzdem hat er Judas erwählt und hat ihn nicht anders behandelt als die anderen. Er hat ihm den Abendmahl ausgeteilt. Er ist mit ihm gegangen. Er hat ihn geliebt. Er hat ihn als Freund benannt. Er hat ihn nicht diskriminiert. Er wusste, Gott hat einen Plan. Und unabhängig, was Menschen tun, Gottes Plan in meinem Leben kommt zu Ende. Was Gott in meinem Leben vorhat, das wird passieren. Ich brauche mich nicht durchdreschen. Ich muss nicht schon versuchen, dass ich CEO wäre, versuchen, dass ich anerkannt werde, noch einen MBA-Kurs machen in Bezug auf Commerce oder in Bezug auf Logistik oder Finanzen. Nein, sondern Gott wird mich führen. Ich weiß, ich gehe in der Gnade Gottes. Gott hat seine Zeit und keine Macht der Welt kann mich scheiden von der Liebe und Berufung Gottes in meinem Leben. Wenn wir das Leben der Jünger beschauen, sie hatten eins gelernt, dem Herrn die Ehre zu geben, dem Herrn zu loben, dem Herrn zu preisen. Ich sprach mit einem Bruder, da war ein 8 Uhr Gottesdienst und der war einmal in der Wüste, der hat sich von der Gruppe distanziert, weil er meinte, er konnte alles und dann auf einmal war er in der Wüste. Und er versuchte rauszukommen, keine Chance. Und er sagt, ich wusste, meine Stunde hat geschlagen. Er sagt, was kann ich machen? Er sagt, ich mache Lobpreis. Er sagt, er fing an, Lobpreis zu machen. Mit dem letzten Atem, er hatte schon lange nichts getrunken, es ging echt zu Ende. Und mit einem Lobpreis, wo er Lobpreis macht, auf einmal sieht er eine Feder fliegen. Eine Vogelfeder. Und er findet das interessant und er folgt die Feder und er folgt sie. Dann auf einmal nach ein paar Kilometern kommt er auf eine Hauptstraße. Da kommen Menschen vorbeigefahren. Er sagt, weißt du, was mich gerettet hat? Sei die Feder. Nein, sagt er. Die Anbetung, der Lobpreis. Geschwister, Gott
Gott schenkt uns die Gnade, Gott schenkt uns die Liebe, Gott möchte uns führen, Gott möchte uns leiten. Jesus kommt zu Judas und sagt, mein Freund. Er sagt, mein Freund. Eine Übersetzung, mein Freund. Du bist mein Freund, Judas. Du warst immer mein Freund. Und jetzt bist du auch mein Freund. Du hast mir diesen verräterischen Kuss gegeben, aber du bist mein Freund, okay? Judas, also unabhängig, was passiert, du bist mein Freund. Er wollte nicht, dass Judas verloren geht. Jesus will, dass keiner verloren geht. Er nennt jeden einzelnen Freund. Vielleicht gehst du schon lange mit Jesus. Und wir merken oft nicht, wie sehr wir uns distanziert haben von Gott. Wir gehen unsere eigenen Wünsche, wir gehen unsere eigenen Lüste. Wir merken nicht, wie das Fleisch uns attackiert hat. Wir merken nicht, dass der Feind allmählich uns in Stolz hineinbringt. Und da ist nicht mehr die Schlichtheit, die Demut, die Nächte im Gebet, diese zurück zur ersten Liebe. Ich stelle mir vor, dass am Anfang Judas begeistert war. Er war unter Hunderte auserwählt worden. Es ist so eine Begeisterung. Ich sah diese Tage ein Video von einem der größten, der reichsten Männer vor 20 Jahren, wo er seine Berufung für die größte Uni in den USA bekommen hat. Wie er schreit, wie seine Eltern schreien, wie er damals so glücklich war, wie er damals so schlicht war, wie er damals so gute Absichten hatte. Die Bibel sagt, Jesus kommt zu der Gemeinde in Ephesus und sagt, du hast so viel Gaben, du hast so viel, du hast erkannt diejenigen, die nicht Propheten sind, du hast erkannt diejenigen, die sich ausgeben als Männer Gottes. Aber es gibt eine Sache, es gibt eines, mein lieber Freund, diese Liebe, die du hattest am Anfang, diese Leidenschaft für Jesus, diese Selbstlosigkeit, diese Freude im Haus des Herrn, diese Freude in der Versammlung der Heiligen, diese Freude, wenn wir im Kämmerlein zusammen waren, im Gebet, wie du mein Wort umarmt hast, wie du mein Wort liebtest, wie du eine Gemeinschaft mit mir haben wolltest. Wir hatten wir doch Freude miteinander. Wo bist du geblieben? Wo bist du geblieben? Ich habe einen guten Freund. Er ist Pastor in Brasilien. Er sagte, sein Vater hat sein Haus verkauft und er kam mit dem Makler zum Haus. Und er sagt, er zeigte dem Makler das Haus und dann ging er unter dem Keller. Und in dem Keller hat er seine Taufe im Heiligen Geist bekommen. In dem Keller hat er tagelang gebetet in Zungen. In dem Keller hat er die Bibel x-mal durchgelesen. Er schaute in dem Keller und er sah noch die Zeichen an den Fußboden, wo er mit dem Herrn getanzt hat, an die Wand, wo er die Instrumente und wie er gesprungen ist. Er sah noch die Dinge, die da waren und er sagte, auf einmal kam mir etwas und sagte, wo ist das geblieben? Wo ist diese erste Liebe geblieben? Judas, mein Freund, was ist passiert mit dir? Ich glaube ganz fest daran, dass Gott es möglich machen kann, dass ein Judas ein Jünger Jesu wieder wird. Und ich befürchte, dass viele von uns, hauptsächlich wir, leiten. Und vielleicht schaust du heute zu und du leitest eine Gemeinde, du hast einen Dienst, du bist CEO, du hast einen Dienst und irgendwo auf dem Weg haben wir unser Herz nicht geschützt. Wir sind enttäuscht. Ich denke, Judas war enttäuscht. Er dachte, Jesus würde das Volk von der Herrschaft Roms befreien. Es würde das Reich Israel etabliert werden. Und er würde dafür sorgen. Er hat so viel Wunder mit Jesus erlebt. Jesus ist noch aus jedem Schlamassel rausgekommen, hat sich noch aus jeder Not herausgezogen, ist noch bei jeder Falle der Pharisäer rausgekommen, ist, wo sie ihn wollten hinrichten oder vom Berg hinabwerfen. Er ist immer mitten ihnen durchgegangen. Er wird es auch diesmal schaffen. Und ich denke, er sagte, er braucht ein bisschen Hilfe von mir. Und er wird das schon machen. Auf einmal merkte er, wie der Teufel ihn allmählich distanziert hat von der Gnade, von der Liebe, von der Demut, von dem Gehorsam, von der Schlichtheit. Was ist für ein Vermächtnis hat er hinterlassen? Stehen wir bitte auf. Ich glaube ganz fest daran, dass Gott in deinem Leben einen Plan hat. Und mein Gebet ist, dass wir zulassen, dass in der Gnade Gottes, in der Liebe Gottes, da wo Gott uns führt, dass wir die Verheißung Gottes in unserem Leben. Gott ist ein großer Gott. Und er möchte dich führen, er möchte dich leiten. Er möchte, dass wir in seiner Kraft gehen. Und oft vergessen wir. Wir vergessen das, was Gott in unserem Leben tun will. Und mein Gebet ist, dass wir in der Gnade Gottes, dass wir in seiner Kraft gehen. Dass wir zulassen, dass er uns führt. Ich möchte mit dir beten. Vielleicht schaust du heute zu. Ich möchte dir dieses Gebet, vielleicht kennst du Jesus schon lange. Bitte einfach so. Sag, lieber Herr Jesus,
komm in mein Herz. Vergib alle meine Sünden. Und ich erkenne dich als meinen einzigen Herrn und Heiland. Zur Ehre von Gott Vater. Im Namen Jesu. Amen. Kannst du dem Herrn einen Applaus geben? Halleluja. 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 Wir haben einen guten Gott. Wir haben einen Gott, der uns führt. Wir möchten seiner Gnade gehen. Und ich möchte für dich beten. Wenn du möglich machst, kannst dich gerne hinknien, kannst stehen bleiben, kannst dich hinsetzen. Ich bin ganz fest überzeugt, dass Gott etwas Großes tun möchte. Halleluja. Halleluja. Vater, in Jesu Namen, Herr, wir danken dir, Herr, du bist der lebendige Gott. Wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, Herr, der führt in Kraft und in Wahrheit, Herr. Und wir verheißen die Zusage deines Wortes. Komm, Heiliger Geist. Komm, Herr, mit Fülle, komm, mit Erneuerung, Herr. Herr, du kennst jeden Einzelnen deiner Kinder, Herr, du kennst jede Situation, du kennst jede Not, du kennst die Kraft, alles, was du im Leben deiner Kinder gemacht hast. Herr, und ich bitte in Jesu Namen, komm, Herr Jesus, Herr, komm und führe du deine Kinder. Herr, in Jesu Namen, alle Ängste, alle Befangenheit, Herr, all das, was du hineingebracht hast, Vater, im Namen Jesu, Herr, wir proklamieren deinen Segen, wir proklamieren deine Kraft, wir proklamieren deine Fülle. Komm, Heiliger Geist, Vater, in Jesu Namen, Herr, wir glauben daran, dass du der Gott bist, der Neues wird. Herr, vergib uns, Herr. Vergib alles, was wir getan haben. Vergib, wo wir vergessen haben, welches Geisteskinder wir sind, Herr. Herr, du bist der Gott, der uns führt, Herr. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, Herr. Komm, Herr, und führe deine Kinder. Herr, du kennst, Herr, auch die Nöte. Du kennst die Ängste, Herr. Du kennst die Situationen, die oft, Herr, dem Unmöglichen grenzen. Herr, aber heute im Namen Jesu proklamieren wir die Zusage deines Wortes. Komm, Heiliger Geist, Herr. Komm, führe deine Kinder. Herr, während der Lobpreis in Anbetung uns anleitet, Herr. Komm und fülle du deine Kinder in Jesu Namen, Herr. Amen, Amen und Amen. Hey, im Namen der CBG möchte ich dir sagen, wie toll wir es finden, dass du dir diese Predigt angeschaut hast. Weißt du, was so wunderschön an dem Wort Gottes ist? Dass all die Verheißungen, die darin stehen, für all die zählen, die Jesus Christus als Herrn aufgenommen haben. Deswegen möchten wir dich motivieren. Du, der vielleicht seit vor Ewigkeiten Jesus aufgenommen hat, okay? Laufe weiter mit dem Herrn, vertraue weiterhin auf ihn. Aber für dich, für den das vielleicht alles ein bisschen neu ist und der vielleicht keine Ahnung von Jesus hat, wir möchten dir sagen, nähere du dich dem Herrn. Das Wort sagt uns nämlich, such den Herrn, der er sich finden lässt. Ruf ihn, der er nahe ist. Deswegen nähere du dich dem Herrn und habe eine lebendige Beziehung mit dem allmächtigen Gott. Und falls du vielleicht noch gar nicht weißt, wie du jetzt vorangehen sollst oder vielleicht Anleitung brauchst, dann möchten wir dir als CBG wirklich nahelegen, such dir eine bibeltreue lokale Gemeinde. Okay, und falls du in München lebst schon seit längerem und auf der Suche nach einer Gemeinde bist, dann möchten wir, die CBG, dich zu einem unserer Gottesdienste einladen. Alle Infos bezüglich unseren Gottesdiensten findet ihr unter unserer Website www.cbgchurch.com. Und falls ihr uns vielleicht kontaktieren möchtet, könnt ihr das auch tun über Facebook, Instagram und natürlich per E-Mail. All die Informationen dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wir freuen uns auf euch, wünschen euch gottesreichen Segen. Und wie die Bibel so schön sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke.